Einen wunderschönen guten 1. Mai und Mittwoch wünsche ich euch, ihr lieben Leute. Schön, dass ihr reingeschaltet habt bei Kommentare zu Politik, eurem objektiven Kanal für Nachrichten und anderes. Heute geht es um ein spannendes Thema, und zwar das Thema Börse gegen Familienunternehmen. Wir wissen, dass immer mehr Unternehmen an die Börse geführt werden. Und das hat verschiedene Gründe, weil an der Börse lässt sich relativ leicht Geld beschaffen, weil quasi jeder Mensch auf diesem Planeten, der ein bisschen Geld zur Verfügung hat und es anlegen möchte, könnte es dann in deine Firma anlegen. Jedoch verlierst du einen Großteil der Kontrolle. Also je nachdem, wie viel Prozent du der Firma weggibst, desto weniger Kontrolle hast du. Also ja, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Firmen wie Mercedes ansieht, da ist dann der Großteil des Besitzes einfach in anderen Händen, amerikanischen Händen oder auch arabischen Händen oder wie auch immer. Und dann kann man nicht mehr so frei entscheiden, was passiert. Und es hat viele Nachteile. Mercedes wird jetzt auch wahrscheinlich, wie auch immer, ich denke, die kriegen Probleme jetzt mit ihrem neuen CEO. Aber es gibt eine Studie vom ZEW. Und diese Studie hat sich die Familienunternehmen in Deutschland angeschaut im Vergleich zu den DAX-Konzernen. Und jetzt ist es so, dass, also DAX-Konzerne sind quasi die, an der Börse sind, wisst ihr alle. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn Unternehmen an der Börse sind, dann tun natürlich die amerikanischen und wie auch immer deutschen und die ganzen Wirtschaftszeitschriften tun dann immer schwärmen und sagen, ja, an der Börse ist es so toll, weil es wird so super kontrolliert und es ist immer auf Profit ausgerichtet, auf Wachstum und so weiter. Und deshalb sind die börsenorientierten Unternehmen viel, viel besser und erwirtschaften viel mehr. Da erinnere ich mich noch an einen Artikel im Economist, der auch in diese Richtung ging, der sagt, ja, am besten alle börsenorientiert machen das viel besser. Und jetzt, wenn wir diese Studie anschauen vom ZEW, sehen wir, dass eigentlich das Gegenteil, naja, nicht ganz, aber dass im Gegenteil die familiengeführten Unternehmen performen besser als die am DAX. Also es gibt hier einen Vergleich, und zwar wurden die Familienunternehmen verglichen mit den 27 DAX-Unternehmen, und in den letzten etwa 10 Jahren haben die 500 größten Familienunternehmen im Durchschnitt ihre Mitarbeiterzahl deutlich mehr erhöht, um 23% in Deutschland und um 27% weltweit. Weltweit beschäftigen sie 5 Millionen Menschen, diese 500 größten Familienunternehmen. Genau, und das zeigt, in der gleichen Zeit haben die DAX-Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl nur um 4% erhöht. Also fast gar nicht. Also die Mitarbeiter sind fast schon explodiert in den Familienunternehmen, während in den DAX-Unternehmen hier ein kleines Plus von 4%. Und dann können wir sagen, ja okay, die beschäftigen halt viele Mitarbeiter, okay, aber wir sind einfach viel größer, die DAX-Unternehmen. Ja, schaut ihr, stärkeres Umsatzwachstum. Die 500 Unternehmen sind in diesem Zeitraum von 10 Jahren um 36% gewachsen, während die DAX-Konzerne um 29% gewachsen sind. Also ist nicht extrem viel mehr, aber auch deutlich mehr sind die Familienunternehmen gewachsen als die DAX-Konzerne. Und für mich ist das sowas wie eine Bankrotterklärung für die DAX-Konzerne. Denn hier heißt es immer, dass sie durch ihre ständigen Kontrollen und so weiter und durch die Motivation der Anleger, die möglichst viel Profit sehen wollen, dass das wahrscheinlich am besten ist. Aber das Problem ist einfach an börsenorientierten Unternehmen, dass sie sehr stark auf kurzfristige Gewinne aus sind, und dadurch fehlt eine langfristige Strategie, und das ist gerade in so Umbruchzeiten, in denen wir heute uns befinden, katastrophal. Also wenn wir schauen auf ein Daimler oder auf ein BMW, die jetzt wirklich langfristig 10, 20 Jahre definitiv planen müssen, aber gleichzeitig kurzfristig gute Gewinne abwerfen müssen, dann ist es ein Widerspruch. Dann ist das ein schlimmer Widerspruch. Zum Glück ist ja bei VW so, dass sie teilweise zumindest noch ein Familienunternehmen sind. Also Familien haben einen großen Anteil, aber ich glaube, es ist nicht die Sperrminorität der Aktien in ihrem eigenen Besitz. Das heißt, die können schon ein bisschen langfristiger planen, aber bei Daimler und ja, BMW ist auch so halb ein Familienunternehmen, aber bei Daimler wird es schon ziemlich schwierig, dass man das schafft, langfristig eine Strategie zu machen, wenn man kurzfristig Gewinne abwirft. Und das sieht man in vielen Unternehmen, die einfach an der Börse sind. Kurzfristige Gewinne, das ist ein Problem. Ja, diese Studie ist wirklich spannend, könnt ihr euch mal anschauen. ZEW, gibt es beim Handelsblatt einen Artikel. Und die größten Familienunternehmen in Deutschland sind übrigens
Also die größte, was die Beschäftigung angeht, ist die Schwarzgruppe. Das heißt, Lidl und Kaufland gehören dazu. Danach kommt dann Bosch, Mitarbeiter in Deutschland. Und danach der Handelskonzern Metro. Dann Aldi, Bertelsmann, Schaeffler, Mahle, Wirth, Tengelmann, Rethmann. Und wenn man es nach Umsatz sortiert, ist auch die Schwarzgruppe, also Lidl, Nummer 1. Dann kommt Bosch und dann kommt Aldi. Also das sind so bekannte Familienunternehmen, die ganz oben stehen. Der Schwerpunkt ist im Westen und im Süden. Im Norden und im Osten gibt es leider nicht so viele Familienunternehmen, aber gibt es generell ein bisschen weniger Champions. Ja, also wirklich spannend hier. Aber auch mal wieder eins, das ein bisschen entgegen dem Mainstream ist, der behauptet, am besten alles an der Börse. Und wenn wir schauen irgendwie auf tagesschau.de, da gibt es auch da eine extra Rubrik Börse, aber nicht eine extra Rubrik Familienunternehmen. Also es wird extrem gehypt in den Medien, ständig diese Börsenunternehmen. Aber man kann von Glück sprechen, wenn man, glaube ich, als Mitarbeiter ist von so einem Familienunternehmen. Die haben so viele Benefits. Ich habe es gelesen von Knipex. Die sind Hersteller von Zangen und so weiter, so hochspezialisierten und hochqualitativen Werkzeugen, die weltweit verkauft werden. Und die machen mehr oder weniger auch ihre Stadt. Das sind so 3000 Einwohner in ihrer Stadt und sie finanzieren da jeglichste Schulen und Kindergärten und Kultureinrichtungen. Also diese Familienunternehmen, die sind ein richtiger Segen auch fürs Umfeld. Und in Zeiten von immer mehr Unsicherheit ist es natürlich ein extremer, extremer Stabilitätsanker der Wirtschaft und der Stadt, auch der Menschen, der Familien, die dort leben. Wirklich tolle Sache. Ja, eine kleine Laudatio an die Familienunternehmen heute hier auf diesem Kanal. Aber ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt den freien Tag. Ich hoffe, die meisten von euch haben frei heute. Die anderen werden vielleicht dieses Video gar nicht heute Morgen schauen. Und ja, bisschen neblig heute bei uns hier im Süden. Ich wünsche euch ganz viel Freude, ganz viel Friede, Gesundheit, körperlich, psychisch. Liebe, Erfolg, Segen in allem, was ihr tut, Erfolg und ganz viel Glück. Wiederhören.